herzlich willkommen zu dieser Reaktion auf das neueste Video von Tanzverbot, wir müssen reden. Diese Geschichte hat mich dazu inspiriert, hier einfach mal ein Video zu machen. Tanzverbot ist im Endeffekt nicht pleite, aber er sagt selber pleite, beziehungsweise hat Steuerschulden, hat sehr gutes Geld verdient, hat dieses Geld irgendwo aber auch auf seinem Weg ausgegeben wegen seinem Umfeld. Und ich möchte in diesem Video jetzt nicht einfach draufhauen und sagen, oh, guck mal, da ist jemand pleite, da hat jemand einen Fehler gemacht. Weil ich finde, das gehört sich an erster Stelle nicht. Und an zweiter Stelle finde ich es immer cool, wenn schon jemand auf, ich sag mal, das Scheitern von jemandem in Anführungszeichen reagiert, dann sollte man vielleicht auch gucken, wie kann man denn jetzt hier daran arbeiten. Und deswegen möchte ich auf diese Reaktion erstmal reagieren, meine Meinung dazu sagen, aber dann auch während diesem Video einige Lösungsvorschläge vorschlagen für den lieben Tanzverbot. Das heißt, wenn er das sieht, kann er dann die Sachen umsetzen oder halt auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, auch mal für die Allgemeinheit, ich sehe immer wieder, dass Influencer, Sportler, Leute, die viel verdienen, es nicht schaffen, Vermögen aufzubauen. Deswegen ein sehr, sehr wertvolles Video mit einigen spannenden Tipps zu dem Thema. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was Tanzverbot hier zu sagen hat. Und einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ihr habt schon gesehen, es gab gerade kein Doppelpiece. Das hat einfach den Hintergrund, dass dieses Video ein sehr ernstes Video ist und auch ein sehr beschämendes Video ist, wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe, ob es schlau ist, dieses Thema zu veröffentlichen, darüber zu reden. Und ich habe mir einfach gesagt, ja, weil ich kann sowas einfach nicht gut für mich behalten. So, weißt du, wenn ich so innerlichen Druck habe, dann ist einfach YouTube oder irgendwas wäre immer mein Ventil gewesen. Und in dem Fall muss ich einfach ein Video dazu machen. Deswegen hört mir einfach zu. Also erstmal Respekt an der Stelle, dass er das überhaupt macht, ja, und auch Schwäche zeigt. Ich finde es immer sehr, sehr stark, dass Leute sich mit einer sehr großen Reichweite gesehen hat. 1,1 Millionen Abonnenten, das haben schon über 200.000 Leute gesehen. Das ist keine leichte Sache. Na? Und da erstmal ganz großen Respekt. Ich erzähle euch eine Geschichte. Es war einmal... es ist gar kein lustiges Thema. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder Späße mache. Es hat auf jeden Fall alles so ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen. Ich war auf einmal in ziemlich wohlhabenden Kreisen unterwegs. Ich will niemandem davon die Schuld geben. Das ist schon mal wichtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die Schuld für irgendwas gebe. Nicht, dass hier jemand anschreibt. Ey, du. Also zum Kontext, ne? Tanzverbot, falls Leute ihn jetzt nicht kennen, ne? Ist halt YouTuber, streamt auf Twitch und hat einfach die letzten Jahre auch dementsprechend ganz gutes Geld verdient. Ja? Und er erklärt jetzt halt, dass er auch in Kreise gekommen ist, wo auch Leute sehr viel Geld verdient haben. Und da ist sehr, sehr interessant, was dann passiert ist. Du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Ich war in sehr wohlhabenden Kreisen unterwegs und dort wurden wohlhabende Dinge getan, wie zum Beispiel shoppen. Jeder hat teure Klamotten getragen. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, obwohl ich selbst nie... Das ist spannend, weil gerade bei den Influencern sieht man halt, dass dieses Materielle, also ich mag auch sehr gerne, ich habe eine Uhrensammlung und so weiter und so fort, aber bei den Influencern, YouTubern merkt man, dass das echt... Sobald das erste Geld verdient wird, wird da massiv Geld ausgegeben. Und natürlich kann ich ihn dann auch verstehen, dass wenn man natürlich um sich herum die ganzen YouTube-Kollegen sieht, die das alle machen, dass man da natürlich so ein bisschen mitgerissen wird. Klamottenmäßig so krass unterwegs war oder das mich interessiert hat. Das hat mich nie interessiert. Deswegen haben sich da auch einige Leute damals in Insta-Nachrichten und sowas aufgeregt. Hey, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du aus dem Modeopfer geworden? Was ist das denn hier? Irgendwelche Marken so? Ja, ist auch jedenfalls, ja. Jedenfalls hat mich das inspiriert. Dann habe ich angefangen, auch auf einmal teure Markenklamotten zu kaufen. Dann habe ich zweimal in der Woche teure... Was ja auch grundsätzlich erstmal okay ist, sich was zu gönnen. Also erstmal nichts Schlimmes, würde ich sagen. Markenklamotten gekauft, dann dreimal, dann viermal und ja, was soll ich sagen, daraus hat sich dann so eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Ich habe zu Hause irgendwie 200 T-Shirts oder so. Es hat mir immer nur diese dämlichen Klamotten gekauft, die einfach immer nur so einen Minderwertigkeitskomplex aufdecken sollen. Also ich denke... Ja, das sind halt diese typischen Balenciaga-Gucci-Sachen, wo du halt hier fett gedruckt hast, dass es nur von der Marke ist. Und wie er sagt, 200 T-Shirts, das ist dann schon tatsächlich eher unsinnig. Irgendwann 90% der Menschen, die so Modemarken tragen, so teure Sachen, die müssen irgendwas kompensieren. So ist es einfach. Also bei mir war es so. Es ist einfach so. Ich kaufe mir teure Klamotten, um den Leuten zu zeigen, oh, ich habe Geld, guck mal her, oh, guck mal hier. Auch spannender Punkt, ja. Wenn du irgendwo gut verdienst, muss jetzt nicht sein, dass du Influencer bist, aber wenn du irgendwo gut verdienst, dann muss man auf jeden Fall diesen Grat schaffen zwischen man gönnt sich was und der Gefahr einfach Geld zu verschwenden. Einfach nur irgendwie Socken für 300, 400 Euro zu kaufen, wo es irgendwann unsinnig wird. Das heißt, das ist gar nicht so leicht, diese Balance zu haben zwischen
ja, ich gönne mir das jetzt. Und da ist es auch wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Und das ist jetzt sehr, sehr reflektiert hier von Tansi, dass er halt eben sagt, ja, er sieht das halt eben ein, dass das halt etwas war, um zu kompensieren. Und daraus kann jeder lernen, der vielleicht noch nicht in der Situation gekommen ist und vielleicht pleite ist, sondern sich vorher zu reflektieren, warum kaufe ich mir jetzt die Luxusuhr? Warum kaufe ich mir jetzt hier ein T-Shirt und ein Print? Mache ich das für mich, weil ich es feiere? Oder mache ich es halt, um irgendwie Leute zu beeindrucken? Und es ist nie gesund, etwas für andere Leute zu machen. War jetzt Ärger. Ich habe 400 Euro für ein Shirt ausgegeben. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann auf einmal so in diese Welt eingetaucht. Dann auch immer in irgendwelchen Clubs. Und dann auch teure das. Ich habe völlig das Verhältnis dazu verloren, weil ich war halt in dieser... mit diesen reichen Leuten unterwegs, die haben alle Geld, die müssen sich keine Gedanken darum machen, weißt du, aber für mich hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das, ey, kommst du hier mit, ja, da, 1000 Euro und die nach da, das habe ich alles mitgemacht, so, dann war es auch so peinlich, Nein zu sagen, dann hat man das gemacht und ja, dazu kam dann halt auch noch eine gewaltige Inaktivität, kann man dazu sagen. Also nicht nur, weil ich dann in der Zeit halt auch kopftechnisch Stress hatte wegen privaten Problemen, weil man halt immer viel Streitereien, dies, das. Dadurch war man dann auch viel kopfbelastet, war nicht mehr online. Nicht online sein bedeutet als Influencer, man verdient kein Geld oder man, ja. Das ist natürlich eine schwierige Mischung, wenn man natürlich irgendwo beruflich seine Einnahmen nicht mehr im Fokus hat. Plus hohe Ausgaben, das ist natürlich immer eine sehr, sehr toxische Mischung am Ende des Tages. Man generiert kein Geld, das bedeutet, ich war dann auf einmal konsumabhängig, süchtig, habe sehr viel Geld ausgegeben, aber habe zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. So läuft das dann auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Nein, ich bin jemand, der kaum Deals angenommen hat in seinem Leben. Fängt es an zu regnen? Der kaum Deals in seinem Leben angenommen hat und generell auch wirtschaftlich nicht der schlauste Mensch war. Grüße geht raus an... Und da möchte ich gleich einige Sachen mal generell jedem, der viel Geld verdient, aber nicht... Der irgendwo da auch das Gefühl hat, irgendwie komme ich nicht damit klar, ich habe den Überblick nicht, weil im Prinzip ist es gar nicht so schwierig, den Durchblick im Thema Finanzen zu haben. Das Grundproblem ist nur, dass man es in der Schule nicht beigebracht bekommt, ja, dass gerade solche YouTuber, Influencer aus Spaß mit etwas anfangen, plötzlich viel Geld verdienen und auch überfordert sind mit der Situation. Und da ich das selber auch am Aktienmarkt investiere und immer predige, baut euch eine zweite Säule auf, ja, habt irgendwo auch eure Zahlen im Blick, werde ich da gleich einfach mal wirklich mehr wird rausgeben, wie Tansi aus dieser Situation hier rauskommen kann, ja, welche Schritte er gehen kann, ja, und was man vielleicht auch machen kann, um sowas in Zukunft zu vermeiden oder jeder, der gerade in der Situation ist, erst gar nicht in die Situation hineinzukommen. Die Shit-Crypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe, Aktien habe ich auch Minus gemacht, ich habe wirklich... Bin oh, Aktien hat er tatsächlich probiert, okay. Also, naja, ist auch egal. Jedenfalls, bekommt man dann irgendwann die Realität ins Auge gedrückt. Dann guckt man mal. Grundproblem ist auch, ne, gerade was jetzt irgendwie Aktien angeht oder Krypto, dass wahrscheinlich einfach nicht mit Wissen investiert worden ist, sondern auch einfach, hey, ich mach mal das oder das, um mal zu gucken, was passiert. Gehe ich von aus. Aufs Konto und dann sieht man so, oh, also jetzt ist langsam so der Moment, wo man sich sagen sollte, jetzt sollte ich mal ein Päuschen machen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen regenerieren und mich auch mal wieder auf das besinnen, was mein Leben eigentlich ausmacht. Und das ist ja nun mal das Internet. Das ist ja nicht nur ein Ding, wodurch ich Geld erwirtschafte, sondern das ist ja auch einfach mein Leben. So, das ist ja, es hat mich ja rausgeholt aus meinen nur zu Hause sitzen. Ich habe Videos gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt. Das ist ja mein Leben. Ich mache das gerne, ich streame gerne. Und das hat sich alles irgendwie so ein bisschen abgewendet, weil ich auf immer nur noch in so Kreisen unterwegs war, immer so KDW, ich gehe jetzt Steak essen und der Gastwirt, der kommt gleich nach vorne und gibt mir die Hand, auch schön, Sie wiederzusehen, hier, wir haben Ihren Stammplatz, und das ist alles, was ich nicht missen wollte. Oh, grundsätzlich ist das aber nicht das Problem, warum jetzt er in dieser Situation ist, da komme ich aber gleich nochmal zu. Das ist super toll, oh mein Gott, wie man hier umgarnt wird. Ja, kommen wir zum Punkt. Ich bin pleite. Das hört sich lustig an, aber es ist... Also, dass er noch drüber lachen kann, ist natürlich sehr gut. Aber natürlich auch eine ernsthafte Situation. Ne? Also einfach so...
natürlich immer besser, auch darüber lachen zu können, sage ich auch immer. Aber ja, wir hören uns nochmal an, was er zu sagen hat. Ich habe vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich einen Anruf bekommen von meinem Steuerberater, der aber schon seitdem zwei Wochen mit mir telefonieren wollte. Dann hat er mir aber auf WhatsApp geschrieben, ey du, wir müssen jetzt ganz... Steuerberater, Pleite, ich vermute, da wurde ein klassischer Fehler gemacht. Ganz, ganz dringend 2021 und 2022 oder irgendwie so 2021 fertig machen, weil sonst gibt es Zuschüsse oder wie heißt es, Versäumnis, genau. Dann gibt es so Versäumniszuschüsse vom Finanzamt, weil ich nicht abgegeben habe. Ja, ich habe mich lange gedrückt davor, weil ich Angst hatte, dass etwas passiert, was ich mir nicht wünschen würde. Ich weiß, dass ich 2021, ich musste schon immer vorauszahlen. Also vorauszahlen muss man eigentlich, glaube ich, in den meisten Fällen, ich glaube, man kann es freiwillig machen oder wenn man zu spät abgibt, dann bekommt man das von dem Finanzamt aufgedrückt, so dass man dann einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss. Keine Ahnung. Ich bin kein Steuerfachprofi. Ich habe meinen Steuerberater dafür, der ist sehr gut und bis heute ging auch alles einwandfrei. Ich habe sehr viel vorausgezahlt und ich dachte mir so, ja gut, das sind jetzt, was weiß ich, sind es noch ein paar tausend Euro, die ich jetzt noch nachzahlen muss. Dann haben wir hier schön dieses, da haben wir die Bildschirmaufnahme auf, wir reden übereinander, er geht mit mir die Ausgaben durch, ich so, wow, krass, krass, crazy, crazy. Viele Ausgaben gehabt, hat er mich auch gelobt für, nice, dann gehen wir runter. Nice, viele Ausgaben, sehr gut. Zu zahlender Betrag. Ich habe so vor dem PC gesessen. Sie meinen das ernst, oder? Nee, aber jetzt kommt noch 2022. Nochmal der Betrag. Ich bin verschuldet. Okay. Also, grundsätzlich ist ein klassischer Fehler passiert. Wir haben einmal keinen Überblick über die Finanzen gehabt. Sehr hohe Ausgaben. Fokus nicht mehr auf die Einnahmen gehabt. Und vor allem... Ja, es ist ein Basic-Fehler von vielen Selbstständigen, gerade von YouTubern und Influencern, dass wenn sie selbstständig sind, sie das mit den Steuern nicht im Griff haben. Bisschen zwar wissen, auch mal ein bisschen vorausgezahlt haben, aber irgendwie doch dann überrascht werden. Weil im Prinzip, wenn du dich richtig aufstellst, dann wirst du nie wieder von einer Steuerzahlung überrascht. Also ich habe selbst ein Unternehmen, bin selbst Geschäftsführer und ich weiß immer ganz genau, ich zahle jetzt quasi jetzt im Dezember, zahle ich die Steuern für dieses Jahr auch komplett. Ich weiß genau, wie viel das sein wird. Und dann hat sich das. Ich kriege zum Beispiel vom letzten Jahr, 2022, kriege ich sogar noch Geld zurück. Ne? Weil das einfach ein kompletter Prozess ist da, komplette Klarheit und dann kann da auch nichts passieren. Aber wenn man da in die Situation kommt, wo man das ein bisschen schleifen lässt, dann ist das sehr, sehr gefährlich, weil das Finanzamt, das gibt dir keine zweite Chance. Und die holen sich das Geld, ja, auf kurz oder lang. Aber ich mache es auch gerne mal hier groß, ich möchte jetzt nicht irgendwie drauf rumhacken, weil das weiß Tanzverbot selbst. Ne? Was ich aber jetzt vorsehen würde, ja, ist tatsächlich, und wenn Tanzverbot das auf irgendeine Weise sehen würde, ja, markiert ihn gerne, schickt ihm das zu. Ich bin gerne auch bereit, ihm da einfach zu helfen, unentgeltlich, da einfach mal in einem Zoom-Gespräch da einfach mal drüber zu sprechen, was man machen kann, dass das auch nicht mehr passiert. Und in so einer Situation jetzt, ja, er hat mein Respekt, dass er damit in die Öffentlichkeit geht, darüber spricht, seine Fehler auch eingesteht und auch checkt, dass es einfach dumm war. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt mal einen ganz klaren Plan machen, wie die Schulden jetzt abbezahlt werden, ne, dass man da jetzt einen schönen Plan hat und einfach mal dann ganz klar auch schriftlich im nächsten Schritt sich anschaut, was für Einnahmen sind da, was für Ausgaben sind inklusive dieser Schulden, die abgezahlt werden müssen, da. Ja. Und dann einfach mal strategisch guckt, was muss denn jetzt an Geld verdient werden, dass noch etwas zum Leben da ist, dass man gut klarkommt, diese Schulden perfekt abbezahlt. Und dann würde ich von Anfang an, so wie es auch eigentlich sein sollte, ganz klar budgetieren. Ja, das heißt, ich würde komplett einfach mal durchscannen, ja, wo ist deine Situation, wo stehst du grundsätzlich, was an Gelder sind noch da, was an Vermögenswerte sind da, sind irgendwelche Sachen da, die man veräußern könnte, ne? Wenn du jetzt eine Luxusuhr hast, ja, würde ich in so einer Situation die Luxusuhr auch nicht behalten, ja? Und würde dann mal wirklich schauen, was für Budgets kann man da festlegen, weil Shoppen ist vollkommen okay, Steak essen ist vollkommen okay, das ist nicht der Fehler gewesen, der Fehler ist einfach ein nicht vorhandener Überblick über deine Finanzen und da würde ich jetzt die Klarheit reinbringen, dass ab jetzt, ja, weil ne, ich meine, die Chance ist immer noch da, du hast eine riesen Reichweite, kannst das sehr, sehr gut aufbauen. Die Chance ist da, dass das wirklich funktioniert. Das heißt, ich würde mir ganz klare Budgets setzen, was kann ich überhaupt an Ausessen ausgeben, was kann ich mir für Hotels überhaupt leisten,
was kann ich mir an Klamotten überhaupt leisten, wenn es überhaupt noch notwendig ist. Ich meine, wenn man 200 T-Shirts hat, dann braucht man eigentlich kein neues zu kaufen. Das würde ich definitiv machen. Und dann mit diesen Budgets die nächsten Jahre auch einfach Gas geben. Dann auf der aktiven Seite wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier auch meine Routinen, wann ich streame, wann ich Einnahmen habe und so weiter und so fort. Und dann kann man da auch wieder rauskommen. Zusätzlich, ja, wer mich kennt, ich beschäftige mich mit Aktien, mit dem Aktienmarkt. Muss jetzt nicht Aktien sein, ja, aber ich würde trotzdem, auch wenn er jetzt selber sagt, er hat mit Aktien was probiert, mit Krypto was probiert, Krypto bin ich auch nicht so ein Freund von, aber ich würde trotzdem parallel, wenn er wieder gute Einnahmen hat, würde ich ihm wirklich empfehlen, einen simplen ETF-Sparplan zu machen. Ja, es gibt auch Influencer, die das vernünftig machen. Ja, ich glaube, Papa Platte zum Beispiel, der hat ein Millionendepot. Ja, und ich glaube, das ist auch relativ solide aufgebaut. So, und wenn du das hast, dann hast du ja eben ein Backup, was dir irgendwann noch Dividenden reinbringt. Das heißt, ich würde wirklich auch in das Budget pro Monat etwas weglegen für den Ruhestand, für Notfälle und deine zweite Säule auch aufbauen. Und wie gesagt, falls da Interesse besteht, ja, ich würde mich da komplett kostenlos zur Verfügung stellen, da einfach mal so einen Scan zu machen, ja, von den Finanzen, was man machen kann, welche Schritte ja, vielleicht notwendig sind. Ja, und das sollte jedem zu denken geben, der gerade viel verdient, der sich gerade sicher fühlt, der gerade richtig viel Geld ausgibt, aber nicht investiert, nicht vorsorgt, kein Budget hat und am Ende des Tages seine Finanzen nicht so richtig unter Kontrolle hat. Ja. Das sind so die Schritte, die ich ganz klar machen würde. Wie gesagt, kannst du mir auch gerne privat schreiben, falls nicht, falls du denkst, was für ein Dulli reagiert hier auf meine Sachen. Auch gar kein Problem. Aber im Prinzip sieht man ja, dass eine riesen Reichweite, Millionen Follower, einen noch lange nicht finanziell irgendwie unabhängig machen. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass man verschuldet ist, dass man dann noch schlechter dasteht, wie jetzt jemand, der einen ganz normalen Job hat, der ganz normal zur Arbeit geht und sein Geld spart. Und deswegen ist es da wichtig, jetzt was zu machen, jetzt aufzuwachen, dass die Situation halt nicht nochmal passiert, weil man sieht es ja immer wieder bei Profisportlern, bei Influencern, dass das passiert. Deswegen mein Angebot steht und ja, wenn euch das Video gefallen hat, solche Reaktionen hier, gibt es ja nicht so oft auf meinem Kanal, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Bis dahin.